The Game Must Go On, wie die Corona-Pandemie die europäische Fußballindustrie verändert. Mein Name ist Salvador Oberhaus. Ich bin Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Nordrhein-Westfalen und heiße Sie und euch ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung im Namen des Veranstalterkreises. Es haben sich nämlich direkt eine ganze Reihe von Landesstiftungen des Stiftungsverbundes der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammengefunden, um diese beiden Veranstaltungen zu ermöglichen. Und ich stelle jetzt die Teilnehmerinnen vor. Da wäre zum einen Ronny Blaschke. Ronny ist Journalist und Autor. Er beschäftigt sich mit politischen Themen im Sport. Vor allem tut er dies für den Deutschlandfunk, die Süddeutsche Zeitung und die Deutsche Welle. Für seine Arbeit wurde Ronny gleich mehrfach ausgezeichnet. Dann möchte ich euch vorstellen Susanne Franke. Susanne ist in der aktiven Fanszene organisiert, ist langjähriges Mitglied von Schalke 04 und aktiv in der Schalker Faninitiative. Als Vertreterin derselben freuen wir uns, dich heute Abend dabei zu haben. Und schließlich haben wir einladen können und freuen wir uns, dass zugesagt hat, Daniela Wurps. Daniela ist, wie sollte es anders sein, Fanaktivistin. Sie ist Projektleiterin bei Kickin, der Beratungsstelle für Inklusion im Fußball, und ist außerdem und unter anderem Initiatorin der wunderbaren Ausstellung Fantastic Females Football Her Story. Vielleicht als Einleitung ins Thema, womit wir uns befassen wollen. Der europäische Fußball wurde durch die Covid-Pandemie hart getroffen. Fast alle Ligen gingen in eine mehrmonatige Zwangspause. Und so offenbarten sich die Schwächen einer durchkommerzialisierten Branche. Einnahmen im Ticketverkauf, im Merchandise brachen ein. Sport, Medien und Industrie darum herum fürchteten um ihr lukratives Geschäftsmodell. Einige Clubs standen oder stehen akut vor der Insolvenz. Als eine der ersten Profiligen nahm die Deutsche Bundesliga Mitte Mai ihren Geisterspielbetrieb, muss man ja sagen, wieder auf. Mit einem ausführlichen Hygienekonzept immerhin. Im Breiten- und Gesundheitssport ist allerdings auch wieder nach Start. Ich fange noch mal von vorne an den Satz. Im Breiten- und Gesundheitssport ist allerdings auch wieder stark, dank stark steigender Infektionszahlen noch auf Monate hinaus mit Einschränkungen zu rechnen. Funktionärinnen, Spielerinnen und Politikerinnen fordern nun und verstärkt einen Fußball mit Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung. Was aber bedeutet Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung in der Fußballindustrie und wer setzt die Agenda? Wir wollen hier heute Abend gewissentlich in das Klagelied ökonomischer Sachzwänge dieser Fußballindustrie einstimmen, sondern vielmehr im Gegenteil die Politik und Interessen der Verbände, der Wirtschaft und der Vereine kritisch hinterfragen und nach Ansätzen suchen, wie die abgehobene, durchindustrialisierte und kommerzialisierte Fußballkultur ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden kann und in diesem Zusammenhang der kapitalistisch organisierte Fußball wieder mit den Erwartungen, Bedürfnissen und Ansprüchen auf Mitsprache der Fans in Einklang gebracht werden könnte. Darüber also wollen wir mit Ronny, mit Daniela und Susanne diskutieren, aber natürlich auch im Anschluss mit euch. Ronny, eine erste Frage, die ich an dich hätte. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist positiv besetzt und wird bisher vor allem mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung gerne im Munde geführt. Was kann man sich unter der angemahnten Nachhaltigkeit, unter der angemahnten natürlich Nachhaltigkeit in der Fußballindustrie vorstellen? In welchen Bereichen müsste sie eingeführt werden? Ja, im Idealfall würde der deutsche Profifußball mit seinen 36 Vereinen seine gesamte Strategie hinterfragen und den Begriff Nachhaltigkeit nicht wie bislang nur dadurch interpretieren, soziale Projekte anzustoßen, Freikarten für Geflüchtete zu verteilen oder hin und wieder mal vereinzelte Umweltschutzprojekte anzulegen. Es geht ja nicht darum, wie man ein bisschen Geld oder Spenden sammelt für soziale Projekte, sondern insgesamt sollte der Profifußball darüber nachdenken, wie er überhaupt sein Geld verdient, wie er seinen Profit überhaupt macht, in welche Länder er seine Teams schickt, ins Trainingslager, wo er seine Trikots herstellen lässt, dass er vielleicht
ja, Solaranlagen auf Stadion setzt, aber nicht gleichzeitig im Winter über Monate den Rasen bestrahlt, damit der Rasen auch im Winter weiter wächst. Also sind immer noch ganz viele Widersprüchlichkeiten. Da können wir viel und intensiv darüber nachdenken. Ich habe ein bisschen Sorge, dass in den aktuellen Monaten dafür wenig Zeit bleibt und Energie bleibt, weil der Profifußball oder viele Clubs sich erstmal retten müssen, ja. Und da wird einfach, glaube ich, jetzt nur daran gedacht, dass man nicht in die Insolvenz rutscht. Und ich hoffe, dass wir irgendwann wieder aus dem Hamsterrad rauskommen und die großen Fragen auch wieder diskutieren können. Und die großen Fragen, um sie vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, sind deiner Meinung nach welche? Wie gesagt, der Begriff Nachhaltigkeit, du sagtest, der sei positiv besetzt. Ich finde, er ist manchmal vielleicht sogar schon ein bisschen abgedroschen und die Leute rümpfen eher so die Nase, wenn sie ihn hören, weil man da alles reinstecken kann und weil er auch leider von den falschen Leuten zu sehr genutzt wird. Vielleicht sollten wir uns doch Mühe geben, da mehrere Begriffe einzuführen und mehrere Themen zu besetzen und eben. Leider ist es im Profifußball so, und das ist nicht nur im Fußball so, das ist auch bei vielen Medien so. Es geht um den nächsten Sieg, es geht um den Nichtabstieg. Susanne wird später darüber sprechen. Schalke 04, wenn sie jetzt da hinkommen würde und ein Umweltschutzkonzept anbringen würde, was so schlau und nachhaltig sein mag, wie es ist. Die Mehrheit der Fans hofft erstmal, dass der Club nicht insolvent geht und im zweiten, dass er endlich mal wieder ein Tor schießt oder ein Spiel gewinnt. Und dann bringt das beste Nachhaltigkeitskonzept nichts. Daniela, Kickin setzt sich für einen solidarischen und barrierefreien Fußball ein. Wie wird das Thema Nachhaltigkeit, Gemeinwohlorientierung bei euch diskutiert? Du bist gerade nicht zu hören. Klassiker, ne? Ja, wir sehen soziale Inklusion als Kernelement von nachhaltigem Engagement. Also weil es letztendlich auch ein Thema ist, was sozusagen den gesamten Verein erfassen sollte, ne? Bisher wird, und das ist auch ein Phänomen, wo ich glaube, und da finde ich es auch ganz lustig, dass man direkt zum Eingang der Diskussion sich schon widersprechen darf oder so entgegnen darf. Da will ich auch Ronny entgegnen. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt gerade auf vielen Ebenen trotz wirtschaftlichen Überlebensdruck da genau an diesen Themen bei den Vereinen auch angesetzt wird. Vielleicht auch gerade weil sie jetzt merken, da muss irgendwie was sich was ändern, da muss irgendwie ein anderer Zug rein in das Thema, weil ja auch gerade der Lockdown offenbart hat mit den Geisterspielen, wie abhängig auch der Fußball sich von dem kurzfristigen Geschäft und dem Spieltagsgeschäft und den TV-Einnahmen dann gemacht hat, und dass da andere Geschäftsmodelle her müssen. Und da sehen wir soziale Inklusion als wahnsinnig wichtigen Kernbestandteil. Und auch gerade jetzt in der jetzigen Zeit merke ich, dass viele Vereine zum Beispiel im Bereich digitale Barrierefreiheit sich deutlich mehr engagieren, als das in den letzten Jahren anschiebbar gewesen wäre. Gebe ich den Staffelstab doch gerne mal an Susanne weiter und hau nur ein ganz klein bisschen auf die armen Schalke ein. Ich glaube, auf Schalke müsste gewiss zunächst einmal Nachhaltigkeit auf der Trainerposition praktiziert werden. Das könnte ja schon helfen. Du bist also aktiver Schalke-Fan und im Vorstand der Schalker Fan-Initiative, wie ich vorhin schon sagte. Und ihr thematisiert dort auch gesellschaftspolitische Fragen im Fußball. Und in diesem Zusammenhang seid ihr Mitglied in der Faninitiative Unser Fußball. Weil es vielleicht nicht alle wissen, kannst du uns kurz skizzieren, wofür dieses Bündnis steht? Zunächst mal möchte ich, wenn ich schon so zauberhaft vorprovoziert werde, sagen, dass für Schalke-Fans vor allen Dingen der Schmerz nachhaltig ist. Und das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was in diesem Verein nachhaltig ist. Die Fanini ist seit 92 aktiv, wenigstens das ist nachhaltig, nämlich unsere Arbeit, die sich auch von einem rein typisch antirassistischen Thema sehr geöffnet hat für alle Dimensionen gesellschaftlicher Belange von Fußballfans. Ich bin aber höflich genug, jetzt auch deine Frage zu beantworten. Unser Fußball ist eine Initiative, die ja für die Beteiligung von Fans steht und für gesellschaftliche Dimensionen. Es sind über 50 engagierte Fans, die gearbeitet haben. Und die haben ja bereits
4 Konzepte vorgelegt. Kann sich auch jeder online angucken. Die sind auf der Website, die kann man sich als PDF runterladen. Und da genau, und jetzt, ich gucke zur Seite, weil ich es doch ablesen muss, geht es um Fußball als Publikumssport, um die Integrität des Wettbewerbs, ein Teil der wirtschaftlichen Dimension, um Vereine als demokratische Basis und um gesellschaftliche Verantwortung. Und auf der Zeitachse eines sehr aufregenden Frühherbstes waren das auch die ersten sichtbaren Konzepte, bevor dann, unser Fußball war vor Zukunft Profifußball, so sieht es aus. Danke, ich sehe Dani Fuchteln, genau, das war die Zeitachse. Unser Fußball, Zukunft Profifußball und dann die Taskforce auf der Verbandsebene. Wenn ich das also richtig verstehe, was ihr bislang gesagt habt, müsste eine zentrale Triebfeder der eingeforderten Nachhaltigkeit, der Gemeinwohlorientierung wahrscheinlich von unten kommen, sprich von den Fanszenen, von den Organisierten durchgesetzt werden, oder? Daniela, du bist schon wieder stumm. Also ich würde tatsächlich sagen, das passiert ja gerade. Das ist ja einfach, der Lockdown hat gezeigt, ne, man hat dann auf einmal als Fan ganz viel Zeit. Ne? Der Spieltagskalender ist auf jeden Fall auf einmal völlig obsolet. Und dann denkt man natürlich auch über die eigene Bedeutung nochmal mehr nach. Und es wird auch sehr viel offensichtlicher, wie bedeutsam die Fans sind. Und in dem Zusammenhang hat sich ja dann unser Fußball entwickelt und Zukunft Profifußball, weil die Fans eben gesagt haben, das kann so nicht mehr weitergehen. Es kann nicht sein, dass 13 Vereine akut von der Insolvenz bedroht werden, wenn sozusagen jetzt mal 2 Monate gar keine Spiele stattfinden könnten. Und das ist, glaube ich, schon einfach passiert. Und gleichzeitig gibt es aber eben auch durch den Druck, der da von außen kam, auch durch die gesellschaftlichen Diskussionen um die Relevanz des Fußballs, sollte man Spiele überhaupt wieder starten dürfen in so einer Situation, ist, glaube ich, einfach der verbandliche Teil des Fußballs auch mehr ins Nachdenken gekommen. Also unabhängig von den Zwängen, die damit einhergingen, hat sich da, glaube ich, schon auch, also bewegt sich langsam was. Und diese Taskforce, wollen wir mal hoffen, dass sie auch tragfähige Ergebnisse bringt, ist ja ein erster Schritt dahin, den es so in den letzten Jahren, also der in den letzten Jahrzehnten auch viel von Fußballfans ja immer gefordert wurde, aber der einfach weit weg von realen, realen Vorstellungen war letztendlich, dass der Fußball sich mal so fundamental mit sich selbst auseinandersetzt. Susanne, ja? Und das dürfte er ja dann auch gerne mit einer der wichtigsten Komponenten, nämlich mit den Fans. Wenn wir also, wir haben gerade über 3 Initiativen gesprochen, die auf einer Bundesebene agieren. Unser Fußball, Zukunft Profifußball und die DFL Taskforce. Und wenn schon ganz eindeutig ist, dass Fußballclubs, auch die, die wir sexier finden als ein am Boden liegendes Schalke, Fußball als Produkt betrachten und als Ware und wir dann feststellen, was fehlt denn am meisten bei den Geisterspielen? Quelle surprise, es fehlen die Fans. Ja? Das heißt, wenn wir schon Teil des Produktes sind, dann möchten wir doch bitte in der Zeit, wo das besonders sichtbar wird, welche Bedeutung die Fanszene auf lokaler Ebene für den Verein hat und wo wir alle geübt haben, digital zu kommunizieren, was wir gerade auch tun, dann wäre jetzt der berühmte Stakeholder-Dialog, nämlich der mit den Fans, für mich hochrelevant. Und das sage ich nicht nur für Schalke, sondern auch für andere Clubs. Ronny? Ich glaube, ich bin ein bisschen skeptischer, weil der Ruf nach dem alternativen Fußball nicht mehr ganz so laut ist wie im März und im April. Und was wir auch gelernt haben, ist, trotz dieser Umfragen, die eine Mehrheit der Bevölkerung ausgewiesen haben, die gegen einen schnellen Restart war, hat es die DFL mit Christian Seifert
durchgeboxt. Und nicht nur Christian Seifert und die DFL profitieren davon, sondern es ist Sky, die dadurch Abonnements verkaufen. Das sind die reichweitenstarken Boulevardmedien, allen voran die Bild-Zeitung. Interessant auch, dass Markus Söder und Armin Laschet sich positioniert haben relativ früh. Manuel Neuer hat einen Gastbeitrag in der FAZ schreiben lassen. Die Wettbranche mit mehr als 9 Milliarden Euro im Jahr, die ist ja auch implodiert, hofft also auch, dass der Fußball weitergeht. Und ja, die Fans sind eindrucksvoll organisiert, aber ich habe eher so die Befürchtung, dass vielleicht diese Zweiklassengesellschaft zwischen den gut organisierten, kreativen, kritischen Fans, dass die sich noch mehr konstituiert, aber auf der anderen Seite ganz, ganz viele Menschen akzeptieren, dass der Fußball vor allem eine Fernsehsportart ist. Gestern dieses bedeutungslose Länderspiel Deutschland gegen Türkei haben fast 6 Millionen Menschen gesehen. Da ging es um nichts. Es war das, kann man sagen, früher haben mehr Zuschauer eingeschaltet, aber es war die meistgesehene Fernsehsendung gestern Abend. Und mal sehen, ja, ob junge Leute jetzt vielleicht ein halbes Jahr ohne Fußball auskommen, aber wie lange noch? Und ein anderer Punkt ist, aus unterschiedlichen Gründen haben ja auch junge Leute auch schon früher den Fußball dem Rücken gekehrt, weil sie vielleicht von Nazis bedroht wurden oder wegen anderer Sachen. Und siehe da, sie haben sich neue Betätigungsfelder gesucht, wo sie kreativ und kritisch sein können. Und wir müssen aufpassen, ja, dass jetzt auch die Leute, die wunderbar diese Konzepte schreiben und sich engagieren, dass die weiter durchhalten, ja. Und dieser Kommerzspitze um Seifert, Watzke, Rummenigge und Co., dass die geduldig bleiben. Das finde ich ist ganz wichtig, bis wir die Impfung haben. Ja, also dem würde ich absolut zustimmen, Ronny. Das ist auch das, was ich beobachte. Ne? Einerseits gibt es da so eine sozusagen eine ganz große Sehnsucht zur Rückkehr nach Normalität oder zur Rückkehr zur Normalität. Einfach durch die Teilzulassung jetzt zu hoffen, dass man möglichst schnell wieder möglichst viele Leute ins Stadion bekommt und sich dann um den Rest nicht mehr so viel Gedanken machen muss. Das nehme ich schon auch wahr. Und ich glaube, da bin ich absolut bei dir, dass man da jetzt gucken muss, dass man deutlich macht, ne, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis es da wirklich wieder die komplett vollen Stadien gibt. Und umso wichtiger ist es ja dann an der Stelle, und da wäre ich jetzt bei Susanne auch zu sagen, da musst du lokal einfach auch schauen, dass du die Identifikation aufrechterhältst. Weil ich merke schon jetzt, nicht nur bei meinem Verein, Susanne merkt das wahrscheinlich auch, dass eben gerade bei jungen Leuten oder die nicht so organisiert sind, werden halt auf jeden Fall auf einmal andere Dinge wichtiger. Ne, man hat vielleicht keine Dauerkarte, weil man sich das sonst nicht leisten kann, kommt viel über Saisonpakete oder Einzeltickets ins Stadion oder über geliehene Karten oder so halb vererbte Karten, die man dann einfach jetzt gerade nicht nutzen kann, weil das ja alles auf eine Person, also auf den Inhaber oder die Inhaberin personalisiert ist. Und dann musst du dir andere Beschäftigungsmöglichkeiten suchen. Und wenn das dann sozusagen der Verein nicht hergibt, da jetzt alternative, ich nenne es mal Vergemeinschaftungsformen auch herzustellen außerhalb des Stadions, dann sehe ich da tatsächlich auf lange Sicht, also wenn wir jetzt über die restliche Saison reden, durchaus eine Herausforderung, die Leute bei der Stange zu halten. Und das hat ja auch, ist ja für uns auch so ein Inklusionsaspekt. Ne? Es geht ja auch da darum, die Leute zu beteiligen, die Leute dabei zu halten, auch Teilhabe zu ermöglichen an was ihnen emotional oder auch sozial als Teil von sozialen Vergemeinschaftungserfahrungen total wichtig ist. Und das wird gerade nur unterschwellig hergestellt. Oder nur teilweise. Manche Vereine sind da engagierter als andere. Und ich glaube, Susanne wird jetzt gleich sagen, dass es bei Schalke nicht so passiert. In Teilen meine ich zu wissen, dass es schon so ist. Aber dass eben so direkte Austauschformate da nicht so viel stattfinden. Susanne. Genau. Ich gebe mir große Mühe, das nicht nur aus lokaler Sicht zu sehen. Das nimmt mir auch ein bisschen Traurigkeit. Aber tatsächlich, es passiert selten, was gerade gesagt habe, war ja keine Ist-Beschreibung, sondern eine Forderung. Nämlich zu sagen, wir haben eine Interruption und die läuft, und das erlebe ich bei sehr, sehr vielen Fans. Und ja, ich kenne auch Bayern-Fans und ich habe Bayern-Fans gesehen, die sonst die komplette Champions League durchgefahren wären. Und die ruhig vor einer Kölner Kneipe gesessen haben.
Also sprich, es ist ganz spannend, ob Vereine tatsächlich auf lokaler Ebene ein aufrichtiges Interesse an ihren Fans haben oder nicht. Und ein aufrichtiges Interesse würde genau jetzt, Ronny hatte den Aspekt Zeit gebracht. Nein, es ist nicht Zeit für neue Grünflächenkonzepte, da bin ich bei. Aber Zeit für den Dialog. Gerade jetzt, wo wir digitale Live-Verfahren haben, wo wir digital viel bessere Abstimmungen und solche Formate machen können, das vermisse ich und das verstehe ich auch als Forderung. Wann sollen wir denn reden, wenn nicht jetzt in der Zeit, wo wir uns nicht am Spieltag sehen, in Anführungsstrichen, und wo eine unglaubliche Entliebung, und zwar nicht nur bei jungen Leuten, stattfindet? Also ich nehme daraus mit, ich bin selbst auch Fußballfan, aber als solcher nicht organisiert, dass wir offenkundig uns immer noch in einem Möglichkeitenfenster befinden, tatsächlich aktiv als organisierte Fans auf die Politik und wünschenswerte Strukturen oder Gestaltung Einfluss zu nehmen. Ihr hattet es teilweise schon angesprochen. Was machen wir denn, wenn die aktuelle Stimmung für Veränderungen, für Reformen, wenn sich es nicht schon tut, wieder abebbt? Welche Möglichkeiten haben wir dann, diesen Wandel herbeizuführen? Beziehungsweise, Daniela hatte das eingebracht, ein Punkt, der mich sehr interessiert, wie können wir es schaffen, vor allen Dingen vereinzelte und vielleicht auch schon im Alltagsbetrieb nicht organisierte Fans, dann trotzdem einzubinden, zu politisieren, ihnen Angebote zu machen, sich entsprechend einzubringen. Habt ihr da Best-Praxis-Erfahrungen? Erlebt ihr da von unten tatsächlich diesen Willen, sich zu organisieren? Oder bleibt es dann letzten Endes doch auch eher wieder auf Einzelfälle beschränkt, Daniela? Also ich würde jetzt als ein Beispiel, was da auf lokaler Ebene an Alternativen passiert, oder als zwei Stränge von Beispielen. Ne? Das eine war ja, was die Fans, also die organisierten Fans, auch mit der Hilfe ganz vieler unorganisierter Menschen während der Corona-Pandemie, also während dem Lockdown organisiert haben. Ne? Da gab es Einkaufshilfen, da gab es sonstige Angebote und da war ja eine unfassbare Dynamik drin bundesweit. Die haben wir bei Kick-In auch damals auf so einer virtuellen Karte dargestellt. Das war schon echt irre. Da kamen jeden Tag neue Angebote dazu, die Fangruppen dann aufgebaut haben. Das ist so das eine. Ich glaube, da passiert schon was. Die Fanszene von Jena, von Carl Zeiss Jena, hat zum Beispiel Einkaufshilfen organisiert und hat da ganz viel Geld auch gesammelt, immer wieder, und hat Einzelpersonen aufgerufen, auch bei den Verteilungen zu helfen. Also da waren ganz tolle Sachen dabei. Und was jetzt passiert, ist auf einer anderen lokalen Ebene, ist jetzt beim FC St. Pauli, ja, hat sich ja auch eine AG gegründet, die sozusagen zeitlich noch vor der fangeführten AG Zukunft Profifußball entstand, wo die Fans auch gesagt haben, wir müssen die Zeit jetzt nutzen, um einfach mal uns den Fußball insgesamt anzugucken. Das kann ja wohl nicht sein. Und die haben ja dann auch ein eigenes Positionspapier sehr ausführlich ausgearbeitet und haben sich da sozusagen auch über die verschiedenen Gruppierungen hinweg organisiert, auch teilweise nur mit engagierten Einzelpersonen. Und da ist auch, haben sich dann nochmal mit dem Aussehen auf den Verein zugegangen und so weiter. Ich glaube, Fanprojekte sind an der Stelle eine ganz wichtige Ressource, die man nutzen kann, weil die eben auch nochmal auf andere Sphären der Fanszenen Zugänge haben. Die Fanbeauftragten haben da, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle zu spielen, und auch die Behindertenfanbeauftragten, da jetzt weiter voranzugehen. Also da gibt es positive Einzelbeispiele bei Vereinen, wo eben auch virtuelle Dialoge organisiert werden. Beispielsweise beim HSV gibt es einen virtuellen AG barrierefrei, und die ist besser besucht als jemals zuvor. Und das ist, also das sind schöne kleine Einzelbeispiele, aber es wäre natürlich toller, wenn es flächendeckend dann auch von den Vereinen so umgesetzt werden könnte. Sanne, du wolltest noch was sagen. Könnte sein und zugeben, dass Ronny sich zuerst gemeldet hat, und ich bin höflich. Okay, Ronny. Ich glaube, das ist der Eindruck aus den vergangenen Jahren, wo wir immer wieder ja auch aus unterschiedlichen Gründen nach den Reformen gerufen haben, dass leider die Schwergewichte diese Debatte dominieren. FC Bayern
Borussia Dortmund, auch Schalke 04, was das Geld angeht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die vor allem mehr, der FC Bayern vor allem, gar nicht mehr so sehr am nationalen Markt interessiert sind, weil die Wachstumsraten da ausgeschöpft sind, sondern mehr an China, an Indien, gerade auch, wo die Anteilseigner wie in China, Adidas, Audi, Volkswagen und so weiter, die großen deutschen Player, die machen dort ganz große Umsätze. Deswegen geht es dem FC Bayern zumindest um den großen Markt in Ostasien. Und alle großen Clubs haben mittlerweile dort Büros. Deswegen, was wir jetzt ja uns wünschen, eine Gehaltsobergrenze, dass man das ganze Beratersystem ein bisschen an die Kette legt, dass wenn die großen Clubs nicht mitmachen, weil sie dadurch fürchten, im internationalen Vergleich gegen England, gegen Spanien ins Hintertreffen zu geraten. Aber nur das würde eine wahre Reform möglich machen. Also mehr als 4 Milliarden Euro Gesamtumsatz beim deutschen Fußball und gleichzeitig gibt es bei den Mittelclubs so viele Mitarbeitende, die viel arbeiten, aber relativ wenig Geld verdienen. Arsenal London will jetzt nach das Maskottchen, also nicht das Maskottchen, sondern der Mensch, der im Maskottchen steckt, entlassen. Also das ist ja ziemlich traurig. Deswegen als letzter Punkt, ich würde gern ein bisschen radikaler sein, dass mehr Menschen einfach mal sagen, wir geben unsere Dauerkarte ab, wir kaufen kein Trikot mehr, wir bleiben mal weg und nur dann kann der Konsument dem Produkt zeigen, was er für eine Macht hat. Das wird nicht passieren. Deswegen finde ich, da dieses System sich aus sich selbst heraus nicht reformieren kann, weil es meistens Ex-Spieler sind, die sich gegenseitig Jobs zuschanzen und es keine diverse Gesellschaft ist innerhalb der Führungsgremien, würde ich mir wünschen, dass es eine externe Kontrollebene gäbe. Wer soll das machen? Vielleicht die Politik, vielleicht die Stadtgesellschaft, ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist der Wandel eine Schnecke leider. Schalke ist ein gutes Beispiel, die hoffen ja jetzt anscheinend auf eine Bürgschaft. Kann Armin Laschet da sagen, hier, mach das und das, ansonsten gibt es kein Geld, ich weiß es nicht. Aber das wäre mal ein Hebel. Susanne? Jetzt bin ich schon wieder in der fiesen Schalke-Grätsche. Ein Nachtrag noch zur Daniela. Es gibt ja ganz viele Fans, die sich weiter bewegen. Die Fan-Initiative arbeitet durch, weil sie beispielsweise ja auch eine historische AG hat. Nie wieder das Netzwerk Erinnerungsarbeit arbeitet durch. Also alle diese Dinge laufen. Und natürlich haben sich, und das nicht nur, weil sie unter Schalke oder auf Schalke, auf und unter Schalke, großartig, leiden, haben sich natürlich auch die Ultras Gelsenkirchen mit einem blauen Brief, der hieß Haltung und Solidarität, zu Wort gemeldet. Also alle diese Dinge passieren, gewinnen aber natürlich keine neuen Mitstreiter. Also wir können stolz sagen, dass wir in der Pandemie nicht schwächer geworden sind, aber der Outreach ist nicht so richtig da, weil du virtuell nicht zufällig jemanden triffst. Und als Ergänzung zu Ronny fehlt mir erstens der Diagnose, stimme ich natürlich völlig zu, und mich fasziniert die komplette Absenz von Aufrichtigkeit in der Debatte. Und zwar zu sagen, worum es wirklich geht, von Vereinsseite. Bei den großen Playern stimme ich dir völlig zu, da willst du die dicke Kohle, da kannst du auch immer noch teuer Menschen, die du bei dir nicht mehr spielen lassen möchtest, hin verkaufen, das ist ja auch schön. Indien und China geht beides super, also du kannst sehr viel Geld machen. Andere Clubs sind froh, wenn sie ordentlich in ihrer Liga sich ein Team leisten können. Und diese Heterogenität spiegelt sich ja auch in der Fanszene. Es wird welche geben, die werden sich bei Schalke, die werden alles tun, um den eingetragenen Verein so lange wie möglich zu sehen oder als Alternative etwas, was so nah dran ist wie möglich in genossenschaftlichen Modellen oder so etwas. Wir wissen aber nicht, wie viele sagen würden, weißt du was, das ist mir total egal. Es soll irgendeiner kommen mit genug Kohle und Geld schießt nämlich doch Tore. Und dieses Spannungsfeld haben wir in den Clubs und in der Fanszene. Und ich finde, das könnte man mal schön ehrlich diskutieren.
Ich würde da auch direkt einhaken, weil ich hab so eine Riesenmenge Gedanken gerade dazu im Kopf, weil ich finde das total spannend, weil das eine ist für mich einfach, ne, die Vereine sagen ganz klar, sie können nicht, sie haben finanzielle Zwänge und so weiter. Wir wollten das nicht so ausufernd diskutieren, das haben wir ja gesagt. Ich würde mir ja wünschen, wenn wir dann wieder bei radikalen Forderungen wären, dass Gemeinwohlorientierung und wirtschaftlicher Mehrwert endlich mal angefangen werden, zusammenzudenken und dass das eine nicht nur als sozusagen nice to have gesehen wird oder als irgendwas, was man halt tun muss, wenn man irgendwie so eine Öffentlichkeitswirkung hat. Das hatte Ronny auch, glaube ich, in seinem Eingangsstatement sehr schön zusammengefasst. Das würde ich, glaube ich, als wichtigstes Ergebnis aus dieser oder als realistisch erreichbares Ergebnis als Forderung in diese Taskforce Zukunft Profifußball stellen, dass man da sehr viel mit einer sehr viel ja, ganzheitlicheren Denke dann auch rausgeht und zum Beispiel eine Gemeinwohlbilanz verbindlich macht als Teil der Lizenzierungsauflagen, sodass dann eben schon mal so ein guter Ansatz wäre, das wirklich zu lernen, das zusammenzudenken als Fußballvereine, die sozusagen auch gerne sozusagen den sportlichen Erfolg völlig losgelöst von dem Rest des Engagements betrachten. Und das und mit meinem Fanhut auf habe ich immer diesen Impuls zu sagen, also ich habe ja sehr lange in Europa auch gearbeitet, bei Football Supporters Europe Geschäftsführung gemacht und ich fand das immer, also Irrsinn, wie sehr die Leute dem Geld hinterhergerannt sind, also auch zu sehen, wie da überall in Europa diese Denke sich etabliert, Hauptsache viel Geld und dann spielst du erfolgreichen Fußball und je mehr Geld im System, desto besser bist du und gleichzeitig hast du dann eben. Also das ist wie so, ne, man irgendjemand sagt dir, das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, Sticker gegen Schnupfen helfen. Also rennen alle der Stickersammlung hinterher, also ganz bescheuertes Beispiel jetzt, aber ich habe hier gerade meine Stickerbox gesehen und dachte dann so, oh Gott, wie kriege ich das jetzt rund? Aber dass man da so den Stickern hinterher rennt, aber eigentlich wäre es Nasenspray. Und irgendwie müsste da mal einer vorangehen und wirklich auch zeigen, dass das funktioniert. Und ich glaube, da haben wir gerade einen Moment, wo das funktionieren kann, dass zumindest Einzelne mal anfangen. Und ich glaube, da, wenn man es aus der europäischen Ebene betrachtet, brauchst du sozusagen die großen europäischen Ligen, die damit anfangen. Und in Deutschland gibt es da jetzt eine gewisse Bewegung, da ist eine gewisse Dynamik drin. In England gibt es eine ähnliche Bewegung auch, wo die Fans im Grunde sehr ähnlich parallel zu dem, was hier in Deutschland passiert, Forderungen stellen, die auch extrem gut in die Verbände und in die Strukturen des Fußballs vernetzt sind. Da ist aber natürlich das sozusagen das Mitbestimmungsmodell ein ganz anderes. Das muss man natürlich sehen. Ich wäre halt grundsätzlich ein bisschen gerne ein bisschen optimistischer als Ronny. Ich kann aber seinen Pessimismus total verstehen, oder deinen Pessimismus, Ronny, weil ich das oft so empfinde, aber gleichzeitig dann auch immer wieder, ja, das ist ja das Dilemma eines Fußballfans, ne? Du bist ja auch sozusagen super loyal deinem Verein gegenüber. Du möchtest so gerne, dass das funktioniert und dass du das richtige Leben im Falschen hinkriegst, ne? Und das, da würde ich mir jetzt wünschen, diesen Moment sehr, sehr viel stärker zu nutzen und sehr viel, um zumindest ein paar fundamentalere Paradigmenwechsel einzuleiten. Wann denn? Bei dem, was sich scheinbar nicht versöhnen lässt, nämlich wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit, vergisst der Fußball, der Profifußball in seinen Strukturen mit so einer gewissen Arroganz, man sei immer was Besonderes, die schöne Tatsache, dass es einen ganzen Schwung Branchen und Unternehmen gibt, die auch massiv hart durch die Pandemie getroffen wurden, die sich also praktisch auch massiven wirtschaftlichen Herausforderungen stellen müssen und die trotzdem nicht ihre Nachhaltigkeitskonzepte über Bord schmeißen. Und wenn wir die Pandemie-Effekte jetzt immer, soweit es möglich ist, kurz vergessen, einen Schritt zurückgeben, es gibt grundsätzlich erfolgreiche Unternehmen, die nachhaltig arbeiten, die Nachhaltigkeit durch ihre Lieferketten deklinieren, die alles zertifizieren, was sinnvoll zertifiziert werden kann und die trotzdem erfolgreich haben. Überraschung. Also ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass die Konstruktion Nachhaltigkeit ungleich Wirtschaftlichkeit
Eben genau eine solche ist nämlich eine Konstruktion. Ja. Ronny, dich wollte ich auch gerade noch mal ums Wort bitten, und zwar verbunden mit einer Frage, ohne dass du den Gedanken bitte vergisst, den du gerade hattest. Wir haben jetzt ein paar Mal über das Thema Gemeinwohlorientierung gesprochen, beziehungsweise wir haben es angedeutet. So ein bisschen mit Blick auf die Uhr, wir haben noch gute 5 Minuten, bis wir die Diskussion öffnen, den Livestream damit beenden. Wie könnte denn diese vielfach geforderte Einstellung einer Gemeinwohlbilanz, einer Gemeinwohlorientierung der Clubs aussehen? Ja, die Frage würde ich gerne zuerst Ronny stellen, dann euch beiden nochmal und dann gehen wir vielleicht in die Diskussion. Ja, grundsätzlich haben wir, glaube ich, diesem Narrativ der Deutschen Fußballliga sind wir zu lange blind gefolgt, weil die haben seit 15 Jahren mittlerweile uns immer ihren Wirtschaftsbericht geschickt, wo dann stand, juhu, wir haben wieder einen höheren Umsatz, juhu, wir schaffen wieder mehr Arbeitsplätze, und wir waren alle so stolz, dass wir Teil dieses super Systems waren. Aber jetzt haben wir mal gesehen, dass in wenigen Monaten das Ganze dann doch implodiert, und das ist natürlich auch Unsinn, weil der deutsche Profifußball, ja, er zahlt mehr als 1 Milliarde Steuern, aber er gibt auch 1 Milliarde Euro allein für Spielergehälter aus, mehr als 200 Millionen für Spielerberater, die ganzen Sicherheitskosten für die Stadien, die Fanprojekte, die ganzen gemeinnützigen Sportstätten, wo ja Spielerkarrieren erst losgehen. Also Gemeinwohl- und Gewinnorientierung sind miteinander verwachsen, das war immer schon so, und das ist in Deutschland ja auch völlig okay. Wichtig finde ich, und das ist ja, kann man ja bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung mal sagen, wir werden den Kapitalismus leider nicht so schnell abschaffen können, aber innerhalb des Systems kann man dann doch für das Gute streiten, und ich glaube, dass Gesellschaftspolitik und Gewinnstreben sich gar nicht widersprechen muss. Und dennoch bin ich mehr für zum Beispiel Quoten, dass man das verpflichtend macht, dass man es in die Lizenzierung schreibt, dass man nachhaltiges Handeln bonifiziert, warum vielleicht nicht sogar ganz utopisch mit Punktabzug oder einem Punkt mehr. Das ist jetzt ganz, ganz weit hergeholt, aber warum nicht? Hauptamtliche Fanbeauftragte waren vor 15 Jahren auch noch keine Pflicht. Clubs könnten dazu angeregt werden, eigene Abteilungen dafür zu gründen, die sie eben nicht im Marketing parken oder in der Presseabteilung. Dass es eben nicht nur nichts gegen BWLer und nichts gegen Sportmanagement-Studierende, die sind alle toll, aber warum nicht mal eine Umweltschützerin einstellen, eine Menschenrechtlerin, eine Politikwissenschaftlerin, dass ein bisschen neuer Geist in die Gruppe kommt. Und als letzter Punkt, der FC Bayern hat, glaube ich, bestimmt mehr als 700 Mitarbeitende inzwischen. Und warum nicht eine Abteilung von 30 Leuten, ja? Das ist wahrscheinlich ein Wochengehalt von Lewandowski, und die könnten dann schön nicht nur Projekte schaffen, sondern auch evaluieren, verteidigen und vor allem Kontakt in die Stadtgesellschaft pflegen. Und das wäre ein schön großer Schritt. Ja, also ich würde da direkt einhaken, to be fair. Ich glaube, das passiert in manchen Vereinen schon ansatzweise. Also das ist so, es gibt jetzt sozusagen einfach, also es gibt mittlerweile, ne, auch Menschen, die für Stadtteilarbeit zuständig sind in so sogenannten CSR-Abteilungen. Die werden immer mehr rausgelöst, auch aus den Marketingabteilungen. In manchen wird es leider noch so betrachtet. Auf der anderen Seite ist es aber so, ich bin da völlig bei dir, Ronny, dass man da, glaube ich, an einer anderen Stelle auch nochmal ansetzen muss, um größere Verbindlichkeiten herzustellen. Und an der Stelle würde ich so mal ein bisschen meine Arbeitsperspektive im Spannungsfeld mit unseren Förderern reinbringen, weil wir werden ja gefördert von der, also mit Kick-In, mit meiner Arbeit zur Beratungsstelle Inklusion im Fußball, werden wir gefördert von der DFL einerseits, und die stehen da auch total hinter und sehen auch den Mehrwert. Das heißt, da passiert auch schon was. Auf der anderen Seite werden wir aber gefördert von der Aktion Mensch, und die Aktion Mensch hat in diversen Diskussionen, die ich dann da auch mit Vertreterinnen geführt habe, auch immer gesagt, naja, aber ihr müsst auch mal die Perspektive der sozusagen des Rests der Gesellschaft auf den Fußball betrachten. Ne, die nicht so fußballaffin sind, die sehen halt den Fußball als genau das, was du erzählst, ne, so als ein riesen, riesenreiches Business, und fragen sich dann, wieso kann der nicht aus sich selbst heraus viel mehr für gesellschaftlichen Mehrwert tun? Wieso brauchen da Vereinsangestellte Fördermittel von Dritten, wenn gleichzeitig irgendwie so viele Millionen und Milliarden in Spielergehälter fließen, ne? Also das ist eine Diskussion, die wir immer wieder haben, wo ich dann sage, naja, aber ihr müsst ja auch gucken, gerade die progressiven Leute in den Vereinen brauchen ja auch so, ich sag mal, eine Starthilfe, um zu zeigen, was da alles drinsteckt. Und genau da müssen wir, glaube ich, ansetzen, einerseits mit verbindlichen Regulierungen über die Lizenzierung,
Und auf der anderen Seite eben auch die Ermöglichung zur Entwicklung solcher Arbeitsfelder in den Vereinen. Und da glaube ich auch, ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Fanszenen das pushen, dass man das auch mehr in den Vereinen sehen will. Und auch wenn, ich sag mal, immer eine Mehrheit der Fans natürlich den sportlichen Erfolg herbeisehen. Ich bin auch Fan und ich will auch, dass mein Verein aufsteigt. Aber auf der anderen Seite will ich das nicht um jeden Preis. Und ich glaube, da müssen auch Fanszenen für sich mal gucken, wie sie da vielleicht eine gesündere Waage hinkriegen, was natürlich mit einer Emotion schwer herzustellen ist, also mit einer emotionalen Identifikation. Aber auf der anderen Seite wäre es mal total wichtig, diesen Versuch zu unternehmen. Also wie können wir sozusagen, also habe ich ja schon mal gesagt, das richtige Leben im Falschen besser führen, als wir es jetzt tun. Susanne lächelt zustimmend. Ja, weil alles Gesagte stimmt. Das eine ist, glaube ich, dass der Ansatz über Regeln von DFL und DFB-Seite leider notwendig ist. Und zwar eine konsequente. Also wir sehen ja schon beim Financial Fair Play, was ja nur eigentlich mal eine grundsätzlich gute Idee ist. Wie oft hatte einer von euch das Gefühl, angesichts irgendwelcher Nachrichten, passt das zum Financial Fair Play? Also sprich, ja, solche Regeln sind sinnvoll, bitte durchdeklinieren und wenn sie nicht wehtun, dann braucht man sie auch nicht. Weil ohne Flachs geht's, hat Ronny übrigens gegrinst, das beruhigt mich. Und bei so einer Frage auch wieder, ne, wie kann eine Gemeinwohlbilanz aussehen und wie lebt es sich denn mit Werten, wenn man sie auch ausagieren muss? Es gibt diese Beispiele, ne? Da reicht ein schlichtes Nachschlagen in Wikipedia unseres Vertrauens, da kann man nachgucken, wer Gemeinwohlbilanzen erstellt. Und nein, es sind nicht nur Nichtregierungsorganisationen, sondern es sind auch echte Unternehmen, also sprich, es scheint zu gehen, die leben auch noch und sind nicht an ihren Werten erstickt. Also das wäre die eine Seite, ja, gerne mehr verbindliche Regeln. Und im Fandiskurs, das hatte ich ja vorhin angedeutet, mich interessiert es wirklich. Mich interessiert es wirklich, ob ich Teil einer Fanszene bin, die sagt, um jeden Preis. Oder ob es vielleicht doch mehr sind, die sagen, mein Schalke ist ein anderes und ich kann damit leben. Wir sind so oft abgestiegen, wir sind so lange nicht Meister geworden, weißt du was? Ich komme damit klar. Ich finde es spannend, weil natürlich tut das weh. Mein Club hat es ja auch mal wieder geschafft, dass schon 3 Leute von 4 Sprechern es geschafft haben, mich darauf anzusprechen und mich zu pieksen. Und das ist das Ding. Ja, offensichtlich können wir ja damit leben. Ich bin Mitte 50 in Gelsenkirchen geboren, ich lebe auch noch. Und das als Schalke-Fan. Also why not? Ehrlichkeit im Gespräch finde ich total aufregend. Und wie gesagt, es gibt genug Beispiele, dass man mit verpflichtenden Werten und Regeln wirtschaftlichen Erfolg vereinbaren kann. Ich stehe drauf. Dann ist das jetzt die Stelle und der Moment, wo ich mich bei euch, bei Susanne, bei Daniela und Ronny für den Livestream schon einmal bedanken möchte und selbstverständlich auch für die tolle Übersetzung bei Melanie Blomkolb und Nina Winczek